Am 23. Oktober war der Tag der Bibliotheken. Und fast passend dazu hat die Stadtbibliothek Magdeburg seit kurzem wieder einen Freundeskreis. Nachdem sich der bisherige Förderverein im vergangenen Jahr aufgelöst hatte, fehlte dem Haus der Bücher ein solcher Unterstützerkreis. Welche Ziele und Vorstellungen der neue Freundeskreis hat und wie er die Bibliothek unterstützen kann, darüber haben wir uns dieser Tage einmal schlau gemacht. 20 Jahre lang gab es den Förderverein. Warum gibt es den eigentlich nicht mehr? Dieser Verein hat sich im letzten Jahr leider aufgelöst, weil die Mitglieder ganz, ganz stark überaltert waren und einfach nicht mehr so engagiert mitarbeiten konnten, wie wir uns das vorgestellt haben und irgendwann dann die Konsequenzen gezogen haben und ihren Verein dann leider aufgelöst haben. Was ist nun das Neue am Freundeskreis? Ja gut, er ist im Augenblick erstmal neu tatsächlich. Wir haben uns überlegt, dass wir nach einer längeren Zeit der Diskussion, man müsste mal, entschieden haben, wir wollen das auch tatsächlich dann machen und umsetzen. Und ich finde, dass die Bibliothek der Stadt Magdeburg natürlich jede Unterstützung verdient hat. Und wir wollen die auf ihre amtliche Art und Weise halt eben sicherstellen. Neu oder etwas anders als die bisherige Zielrichtung ist, dass wir vor allen Dingen unsere Arbeit darin sehen, die Stadtbibliothek insgesamt tatsächlich aktiv zu unterstützen und für mehr Leser zu werben. Also das ist ein bisschen anders als das ursprüngliche Konzept. Also wir hatten bisher eine erste Sitzung, der natürlich entsprechende Öffentlichkeitsarbeit auch gefolgt ist und werden uns dann nochmal treffen, werden dann erst sehen, wie viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt unserer Einladung folgen werden, die Stadtbibliothek aktiv zu unterstützen. Es wird keine Mitgliedsbeiträge geben, zumindest im Augenblick ist das nicht vorgesehen, weil das, was die Menschen für die Bibliothek einbringen können, im Augenblick ihre Arbeit ist und ihr Engagement und ihre Ideen. Das nächste Mal will sich der Freundeskreis am 23. November treffen. Worum wird es beim nächsten Treffen gehen und was sind die nächsten Vorhaben? Das sind die Dinge, die wir dort besprechen wollen. Wir haben uns auf der letzten Sitzung dazu verständigt, dass wir zunächst mal ein bisschen ein Grundverständnis aufschreiben, was wir mit den Damen und Herren abstimmen wollen, die für die Bibliothek sich entscheiden. Und dann werden wir Vorschläge machen, was die ersten Projekte sein könnten, um ganz praktisch das auszuprobieren, was wir uns so in den letzten Wochen und Monaten auch gemeinsam mit der Bibliothek ausgedacht haben. Kann denn am 23. November jeder kommen, der Lust am Lesen hat? Naja, jeder, der Lust am Lesen hat, ist in der Bibliothek herzlich willkommen und kann sich natürlich hier umsehen. Wir würden uns freuen, wenn Bürgerinnen und Bürger zu uns kommen, die nicht nur Lust am Lesen haben, sondern sich auch dafür einsetzen wollen, um den Ruf der Bibliothek in der Stadt noch zu verfestigen, um für die Bibliothek zu wirken. Jeder natürlich auf die Art und Weise, auf die er das kann, in dem Bereich, in dem er es kann. Und die Bürgerinnen und Bürger sind herzlich bei uns im Freundeskreis gesehen. Wie wichtig ist der Freundeskreis für die Bibliothek? Ja, also dieser neue Freundeskreis ist uns natürlich ganz besonders wichtig, weil eben der alte Verein nicht mehr existiert. Und wir freuen uns ganz besonders darauf, mit neuen, interessierten, engagierten Bürgern zusammen so ein Netzwerk, nennen wir es, auf die Beine zu stellen und gemeinsam an Projekte heranzugehen, die natürlich auch vor allen Dingen in den Bereich der Bildung hineingehen sollen. Wir wollen ja vor allen Dingen dafür sorgen, junge Leute in die Bibliothek zu bringen und damit für eine größere Lesekompetenz, eine größere Medienkompetenz auch zu sorgen. Gleichzeitig ist so ein Freundeskreis, der aus Lesern, Leserinnen der Stadtbibliothek besteht, natürlich auch und in erster Linie so eine Art Interessenvertretung der Leser. Das heißt, so eine Interessenvertretung soll uns dann auch mal sagen, als Bibliotheksleitung, insbesondere mir und meinen Kolleginnen und Kollegen, was wir vielleicht besser machen können, wo es neue Ideen gibt, wo es neue Vorschläge gibt, was wir beachten sollen, welche Medien wir anschaffen sollen, wie wir uns gemeinsam weiterqualifizieren können. Ganz einfach auch, um eine sehr gute Bibliotheksarbeit und sehr gute Angebote machen zu können für die Zukunft. Gut und Peach. Die Öffentlichkeitsarbeit für den Freundeskreis liegt in den Händen von Carina Kunze. Dazu zählen auch die Homepage und Verknüpfungen zu Facebook und Twitter. Also das Internet wird zunehmend wichtiger, vor allen Dingen unsere Hauptzielgruppe, die jungen Menschen, sind damit angesprochen. Und auf unserer Homepage steht, wer wir sind, was wir machen wollen, sind kurz die Ziele zusammengefasst. Auch die Stadtbibliothek findet sich dort wieder, so in einem kurzen Überblick. Es gibt auch einen Link zur Stadtbibliothek, wer sich
da näher informieren möchte über Öffnungszeiten, Angebote etc. pp. Da gibt es also einen schönen Link. Und eingerichtet haben wir auch eine Rubrik, wo man sein Lieblingsbuch vorstellen kann. Also um ganz konkret wirklich in die Aktion mit Lesern zu treten oder mit potenziellen Lesern zu treten, dass die einfach der Welt sagen können, Mensch, das müsst ihr gelesen haben. Und ich denke, das ist ein guter Beitrag, um viele Leser auf einem relativ kurzen Weg zu erreichen und über unsere Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten natürlich.